Previously on Baloo Amount St. Helens. Ich habe heute meinen ersten freien Tag wieder von 3 und ich habe heute was ganz Besonderes vor. Das zeige ich euch heute aber nicht. Haha, Cliffhanger! Sondern das mache ich erst in meinem nächsten Videoblog. Das Gemeine, habe ich die letzte Folge mit einem Cliffhanger beendet. Ja, aber das muss manchmal sein. Muss man die Spannung ein bisschen aufrechterhalten. Ich habe nämlich heute was Besonderes vor. Und ich will noch nicht zu viel verraten. Aber das Auto spielt eine Rolle. Diese Tasche spielt eine Rolle. Und das Wetter spielt eine Rolle. Heute ist nämlich mein erster freier Tag von 3. Endlich habe ich mal 3 Tage am Stück frei. Und das Wetter ist so affengeil. Es war nämlich die letzten Tage, man könnte auch schon fast sagen Wochen, einfach nur scheiße. So richtig scheiße, wie es im Buch steht. Aber endlich ist das Wetter gut und das will ich natürlich ausnutzen. Mal eben schnell ein Glas Wasser trinken. Meine Abenteuerreise ist alles gepackt. Dann können wir los. Jetzt muss ich eben schnell noch die Buchführung machen. Und nochmal in mich gehen, ob ich wirklich alles habe. Ich bin nämlich jetzt nicht auf dem Weg Richtung Tal, also wie das letzte Mal, sondern ich fahre gerade Richtung Johnson Ridge Observatory. Allerdings fahre ich nicht bis ganz hoch zum Johnson Ridge Observatory, sondern ich halte auf dem Weg dahin. Das ist eine meiner Lieblingsstellen hier. Man fährt und 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 tada! Ein Berg. Ganz kurz beim Hammocks Trail halten, da ich hier auf der Ecke bin, einfach nur mal gucken, ob hier beim Trailhead alles okay ist. Außerdem gibt es hier eine Stelle, wo man Internet hat und dann will ich einmal kurz gucken, ob mir irgendwer geschrieben hat. Auf dem Hammocks Trail war alles okay, konnte auch meine Nachrichten und alles abrufen und jetzt dauert es gar nicht mehr lang und dann fahren wir Richtung Coldwater Lake. Da geht es nämlich hin. Jetzt kommt hier gleich ein Schulbus. Und ganz viele Autos. Ja, von den Schulbussystemen kann sich Deutschland hier noch was abschneiden. Das finde ich echt klasse. Sobald ein Schulbus anhält und die roten Lichter leuchten, darf kein Auto den Schulbus passieren. Wir müssen wirklich stehen bleiben und warten, bis der Schulbus vorbei ist. Ups, jetzt hat sich die Kamera gerade gedreht. Aber jetzt bin ich auch schon da. Und ich will Richtung Bootsrampe. Ja, da will ich hin. Ich muss tatsächlich einmal gucken, wie die Dinger hier festgemacht sind. Ich habe zwar den Schlüssel. Ah, okay. Dann hole ich mal den Schlüssel. Das Boot ist lose. Jetzt muss ich das hier nur irgendwie rauskriegen.
Na, haben wir alles. Jetzt bin ich hier unten bei der Bootsrampe. Jetzt muss ich irgendwie überlegen, wie ich das Boot ins Wasser kriege, denn... Ah doch, man kann hier noch stehen. Das ist zwar wahrscheinlich nicht besonders angenehm barfuß, aber man kann hier noch stehen. Nämlich ziemlich tief hier rein. Gut, probieren wir es. Hier so ein bisschen wackelig. Na, mal gucken. Ich stoße mich jetzt erstmal ab. Oh nee. Ja, ich bin gerade nicht gekentert, aber zumindest halb gekippt. Ich muss das irgendwie anders versuchen. Ich mache die Kamera erstmal aus, ich melde mich aus dem Boot wieder. Ich habe es erfolgreich geschafft. Ich bin auf dem Coldwater Lake. Ich treibe hier gerade umher und werde mich jetzt richtig entspannen. Zeige euch ein paar Bildchen, aber das hier ist in erster Linie Entspannung. Diese Aktivität ist Entspannung wirklich Definitionssache. Der Hinweg, also zu diesem Hügel da in der Mitte, der war noch echt sehr angenehm. Ich habe mich echt gewundert. Tja, inzwischen ist es kein Wunder mehr. Das war alles mit dem Wind. Und zurück auf offener See, gegen den Wind, das ist ganz schön anstrengend. Ach, jetzt bin ich fertig. Aber mir geht's auch gut. Kann man nochmal einen schönen Blick genießen. Den Coldwater Lake. Der Coldwater Lake ist auch tatsächlich 37 Jahre alt, den gab es vor dem Ausbruch noch nicht. Der Landrutsch, der von den Mount St. Helens runterkam, der hat diesen Fluss, den Coldwater Creek, praktisch natürlich aufgestaut. Ja, dann wollen wir dich mal wieder aus dem Wasser holen, ne? Wie stellen wir das am besten an? Ich denke mal darüber. Okay, dann bis gleich. Ich bin ganz schön fertig. Jetzt bin ich auf jeden Fall wieder zu Hause und werde mir gleich mal das Videomaterial ansehen. Es war wirklich eine schöne Tour, aber an einigen Stellen war das auch schon richtig anstrengend. Na, wie dem auch sei, auf jeden Fall war das eine richtig geile Tour und ich werde das auf jeden Fall wieder machen. Gott, ich sehe aus, als wären zwei Dutzend Hamster durch meine Frisur berserkert. Hoffentlich habe ich dann jemanden, der vorne sitzt und das Boot ein bisschen manövrieren kann. Morgen geht es auf jeden Fall auf eine weitere Wanderung und ich glaube, da werde ich die Kamera auch mal wieder mitnehmen. Ich marschiere echt vom Regen in die Traufe. Heute tun mir die Arme wegen gestern weh und morgen werden mir die Füße wegen heute wehtun. Heather und ich sind nämlich gerade wandern. Hi Heather. Hi. Und wir sitzen hier am St. Helens Lake. Da ist Spirit Lake. Mount Adams kommt auch langsam raus. Die ganze Sache hat leider nur einen Nachteil. Wir wollten eigentlich da hoch. Da oben zum Coldwater Peak. Und der Trail ist verschwunden. Der liegt wahrscheinlich hier unter massenweise Schnee noch. Aber man sieht vom Trail wirklich gar nichts. Also es ist nicht sichtbar. Gar nichts zu sehen. Ja, und deswegen sitzen wir jetzt gerade hier oben mit bester Sicht auf den St. Helens Lake und den Spirit Lake und Mount Adams und naja, Mount St. Helens versteckt sich gerade. Den Rückweg werde ich aber für euch aufnehmen und euch ein paar Eindrücke vom Boundary Trail mitnehmen.
Es ist Tag 3 von 3 und jetzt sitze ich in dem Café, was ich in meinem letzten Videoblog vergessen habe zu filmen. Das ist wirklich ein besonders schönes Café und das Internet ist hier ganz hervorragend. Da kann man dann mal, ja, zum Beispiel Updates herunterladen. Und schwuppdiwupp bin ich auch schon wieder zu Hause. Ja, ich werde jetzt hier noch so ein bisschen rumrödeln, meinen Einkauf wegräumen. Ich weiß gar nicht, was heute Abend noch anliegt. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall bedanke ich mich wieder sehr herzlich fürs Zusehen. Ich freue mich schon auf den nächsten Videoblog. Und der, glaube ich, wird was Besonderes. Denn in der letzten Zeit haben sich ganz viele Videos angesammelt, die ich noch nicht in meinem Videoblog verarbeiten konnte. Das sind meistens irgendwie ganz kurze Videos. Und deswegen werde ich einen Videoblog machen mit ganz vielen kleinen, kurzen Geschichten. Und ich glaube, der 6. Videoblog, der ist auch schon halbwegs in Planung, denn hier steht der 4. Juli an, der Nationalfeiertag. Und den feiern die Amis ja wie nichts anderes. Und wir wollen runter ins Tal, in die Stadt, uns Feuerwerke angucken und Barbecue vielleicht machen. Also so richtig typisch amerikanisch. Und das wird wahrscheinlich Material für einen ganzen Videoblog geben. Auf jeden Fall nochmal vielen Dank fürs Zusehen. Ganz liebe Grüße nach Deutschland. Und solange der Vulkan nicht ausbricht, melde ich mich dann mit Videoblog Nummer 5. Auf bald! Und zum Abschluss gibt es diesmal wieder ein etwas längeres Zeitraffer-Video, denn ich bin ja eben die 504 wieder hochgefahren bis ganz hoch zum Housing. Und das habe ich gefilmt und die gibt es jetzt zum Abschluss. Die 504 im Timelapse wieder hoch zum Berg. Viel Spaß!